Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Momentan bin ich ein bisschen erkältet, deswegen klingt meine Stimme so ein bisschen komisch. Aber keine Sorge, ich habe kein Corona, es ist nur eine kleine Erkältung, deswegen keine Sorge. Heute reden wir wieder über das Thema To-Do-Liste. Und ich zeige euch heute, wie man die To-Do-Liste besser schreiben kann, damit man sie wirklich richtig einhält. Weil das ist so eine Sache, mit der ich persönlich sehr, sehr lange gestruggelt habe und ich immer sehr schwierig fand, weil ich immer so viele Pläne hatte für einen Tag, immer so wie ich machen wollte, wie ich es so vorgenommen habe und eigentlich das perfekt geplant habe. Aber dann hat es immer daran gescheitert, das wirklich auszuführen, weil ich dann irgendwie nicht immer genau wusste, was ich machen soll. Weil ich habe gemerkt, dass das größere Problem bei mir einfach die, oder halt generell die Klarheit ist. An sich ist, glaube ich, das, was uns davon abhält, Dinge zu machen, einfach die Klarheit. Und genau zu wissen, was ist der nächste Step, den ich jetzt gehen muss, um eine Sache zu machen. Es klingt vielleicht am Anfang so ein bisschen dumm, weil man natürlich weiß, wenn ich jetzt sage, okay, meine nächste Aufgabe ist jetzt, das YouTube-Video zu filmen, dann ist es ja irgendwie logisch, was ich da machen muss. Aber ich glaube, dass das voll oft so das Problem eher bei mir ist, dass ich halt nicht genau weiß, was ich wann machen soll. Und das, was mich dann davon abhält, irgendwas zu machen. Und deswegen reden wir heute mal über eine Methode, die mir sehr, sehr geholfen hat. Und zwar nennt sich das Ganze Time Blocking. Falls ihr davon aber noch nie gehört habt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, denn auf meinem Kanal Lara Emily teile ich zweimal in der Woche neue Videos zum Thema Produktivität, Schule, Lernen und Plan mit euch. Also abonniert sehr gerne, um nichts weiteres zu verpassen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem Time Blocking. Also erstmal die generelle Frage, was ist Time Blocking eigentlich? Im Endeffekt geht es darum, dass wir unsere Zeit blockieren in einem Kalender oder auf einem Blatt, wie auch immer, wie wir da halt Lust drauf haben. Ich persönlich mache es immer direkt in meinem Kalender drin, aber ich werde euch nachher nochmal richtige Methoden dazu zeigen, wie ihr das Ganze ausprobieren könnt. Wir blockieren uns also Zeit in unserem Kalender, um dann genau zu wissen, wann man welche Aufgabe macht. Sozusagen ist es ein richtiges Commitment, eine richtige Abmachung mit dir selbst, wie ein eingetragener Termin, den du hättest. Beispielsweise, wenn du um 13 Uhr einen Zahnarzttermin hast, dann wirst du auch nicht einfach sagen, ich hab's keine Lust und geh da nicht mehr hin, sondern du wirst es machen, weil du einfach eine richtige Abmachung hast, die du noch einhalten musst. Und genauso ähnlich sehe ich das Ganze mit dem Time-Blocking, also sozusagen eine Abmachung, mit einem Termin mit mir selbst, den ich einhalten muss. Momentan plane ich das Ganze auf meinem iPad hier mit meinen selbstgemachten Templates und bleibt auf jeden Fall gespannt auf diese Templates, denn ich habe damit doch bald was Cooles vor, dass ihr sie auch zur Verfügung habt, aber dazu kommen wir dann in einem weiteren Video. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz meine Planroutine sozusagen. Ich gehe da halt nicht im Details drauf ein, weil ich dazu schon mal ein Video gemacht habe, wie ich zum Beispiel sonntags immer meine Woche plane. Aber um es jetzt mal ganz, ganz kurz zu zeigen, wie ich die Woche direkt plane, ist, dass ich erstmal anfange, dieses Template hier zu nehmen mit meiner Woche und dann erstmal hier rechts die ganzen To-Dos aufschreibe. Also das sind wirklich alle Aufgaben, die ich in einer Woche machen muss. Außerdem habe ich auch noch eine Spalte für Termine, also das sind wirklich diese festen Termine, zu denen ich gehen muss, die ich mit anderen Leuten gemacht habe. Und diese To-Dos hier sind dann eher die Abmachungen, die ich mit mir selbst gemacht habe oder ich mit mir selbst mache. Wie zum Beispiel, ich möchte dieses Video hier filmen. Das ist eine Abmachung, die ich mit mir selbst gemacht habe. Oder sowas wie, ich möchte dann meine Mathehausaufgaben machen. Und dann, wenn ich sozusagen diesen Wochenplan habe, fange ich jeden Tage mal von 9 an, den nächsten Tag zu planen. Das heißt, heute ist Sonntag und ich sage dann zum Beispiel, okay, was muss ich denn am Montag machen? Das, was ich die ganze Woche machen muss, was passt denn bei mir am Montag rein? Was muss ich am Montag machen? Und dann fange ich an, das Ganze so am Tag zu planen. Und wenn wir das gemacht haben und dann so einige Sachen haben, die wir in dem Tag erledigen müssen, kommen wir dann auch schon zu meiner Time-Blocking-Methode. Das heißt, wir nehmen uns dann den Kalender, das Blatt, was auch immer ihr da benutzt, und tragen dann ein, wann wir diese Sache machen möchten. Im Endeffekt sieht mein Kalender dann ungefähr so hier aus. Als ich damit angefangen habe, habe ich mich sehr, sehr oft gefragt, ob ich mir für eine Aufgabe mehr Zeit geben sollte oder eher weniger Zeit geben sollte. Weil wenn ihr mein Lerntechniken-Video gesehen habt, kennt ihr bestimmt schon das Parkinson-Gesetz. Und zwar sagt dieses Gesetz aus, dass die Zeit wie ein Gummi ist, was die Zeit auch immer ausfüllen wird. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Mathehausaufgaben in 20 Minuten machen, werde ich das wahrscheinlich auch schaffen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ich nehme mir dafür eine Stunde Zeit, würde ich wahrscheinlich auch eine Stunde dafür brauchen, auch wenn ich das Ganze wahrscheinlich in 20 Minuten allein schon geschafft hätte. Das ist das Parkinson-Gesetz. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, okay, vielleicht sollte ich mir dann weniger Zeit für meine jeweiligen To-Dos geben. Und das habe ich nämlich am Anfang auch gedacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass es beim Time-Blocking so ein bisschen anders ist, weil wir das hier wirklich den ganzen Tag über machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass viel öfter irgendwelche Dinge dazwischen
kommen, die ich vorher nicht einberechnet habe. Beispielsweise ruft mich eine Freundin an und hat was Wichtiges zu besprechen. Oder wir essen ein bisschen länger. Oder ich muss mit meinem Hund rausgehen oder so. Also irgendwie kommen immer einige Sachen dazwischen, die ich am Anfang gar nicht planen kann. Und das ist ja auch nicht der Sinn von dem ganzen Plan, dass wir wirklich jede Minute genau geplant haben. Und deswegen habe ich gemerkt, ich gebe mir lieber ein bisschen mehr Zeit. Trotzdem denke ich schon, dass es eher was Individuelles ist. Aber ich persönlich gebe mir eher ein bisschen mehr Zeit, um dann auch Pausen einzuberechnen oder irgendwelche Dinge, die passieren, einzuberechnen. Und nicht, dass ich alles schneller abarbeite, dass ich mir halt noch mehr Aufgaben an dem Tag reindrücken kann. So mache ich persönlich das Ganze nicht. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon Timeblocking kanntet oder ob ihr denkt, dass eine Sache ist, die euch in Zukunft helfen würde oder helfen kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann hier bald auf meinem Kanal mal wiedersehen. Vergiss nicht, mir auch bei TikTok oder Instagram zu folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon sehr bald wieder. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.